Moinsen, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin hier. Und in diesem Video wieder ein Archer Lane Update Video mit einem weiteren Event, das aber nicht neu ist. Schockierend, hätte ich gedacht. Vielleicht die, die sich schon informiert haben. Lol. Egal, ich würde sagen, legen wir los. Wie man sehen kann, hat sich auf jeden Fall auf dem Hauptbildschirm kaum was verändert, aber das wird sich wohl auch in den nächsten Jahren nicht wirklich ändern. Wo sich aber was geändert hat, ist natürlich, dass wir die Schiffe hier nicht mehr haben. Ne, wir können sehen, wir haben nur noch Light, Heavy, Special. Unser Wishing Well, also dieser Ort da, dieses kleine Feldchen hier links, wo wir uns ein Schiff aussuchen konnten, wo wir sozusagen eine höhere Prozentzahl hinzufügen können, dass dieses Schiff dann auch auftaucht. Also man konnte sich zwei Schiffe auswählen und ja. Und ja, wie man eben sehen kann, sind diese Schiffe jetzt, also ist eben das Wishing Well weg, wo man sich eben die Schiffe sozusagen erwünschen konnte. Und die Eventschiffe sind hier auch weg. Wenn wir hier zu Shop gehen, können wir auch sehen, dass all die Skins weg sind. Die halt neu mit dem Event gekommen sind, die kann ich. Ah, holla. Genau, die kann ich hier schnell zeigen. Auf der offiziellen Internetseite von Archer Lane Wikipedia, wo wir das allermeiste von diesem Spiel hier nachgucken können. Und hier wird es mehr oder weniger erklärt, für was es eigentlich gut ist. Und eben, das waren die Skins, die man halt für diese limitierte Zeit sich holen konnte. Vom 26. bis zum 15., wie man hier sehen kann. Und UCC-7. Wer auch so verwirrt ist, wie ich war, dem erkläre ich es mal kurz und hoffentlich auch verständlich. Dieses UTC-7, also -7, bedeutet eigentlich mehr oder weniger den Zeitraum sozusagen. Also, soll ich sagen, eine Zone der Welt. Das wäre dann in diesem Falle irgendwo da. Also ich weiß auch nicht warum, aber soweit ich geguckt habe, UTC ist -7, ist irgendwo da Kanada oder so. Ja, ich weiß auch nicht so richtig Bescheid. Moment. Wo haben wir Uden? Uden hier oben. Welt-Uden? Warum wird das Dings nicht angezeigt? New York, irgendwo -7. -6. Wir sind ganz nah, Leute. New York, also ja, eben ungefähr hier in diesem Abstand. Das ist eigentlich ja eben das UTC-7. San Francisco ist -9. Also ja, irgendwo hier da -7, -8, ungefähr da in diesem Bereich. Also irgendwie wird da von da an die Zeit angenommen. Und wenn da eben diese Zeit da hier erreicht ist, Moment, ich zeige nochmal da. Ups. Wenn da eben das erreicht wird. Entschuldigung, ich hasse halt Viecher. Ups, das ist umgefallen. Ja, wird eben hier auch gezeigt, da UTC-7, da 11 Uhr. Ich möchte mich entschuldigen für diesen Cut, ich wurde mal wieder gestört. Ich hasse das halt wirklich unglaublich, aber ja. Das ist halt wohl so für einen Moment. Genau. 11:59 PM, also natürlich mitten in der Nacht, UTC-7, wenn es dort diese Uhrzeit ist, wird es dann auch für alle anderen gelten. Das wäre dann, ich glaube, wir sind hier Berner sozusagen, 9:25 am Abend, ja, das stimmt ja eigentlich auch. Also das heißt, -7, das heißt, bei uns kommt es dann theoretisch eigentlich später an, oder?
Moment. Nee, zuerst? Ach ja, ich bin so verwirrt, Mann, mit Uhrzeit und all dem Shit, Alter. Tokio plus 7. Stimmt, Tokio hat ja immer zuerst und so und New York. Also ist es eigentlich umgekehrt oder einfach nicht? Was, wenn dort 11 Uhr Dings da rum ist, ist es bei uns schon lange vorbei oder etwa nicht? Mein Gott, ich hab. Okay. Ich habe sowas von keiner die wirkliche Ahnung, wie das jetzt wirklich mit dem UTC 7 funktioniert. Aber was ich euch sagen kann, trotz allem, UTC 7 ist ungefähr hier dieser Bereich der gesamten Erde. Das ist ungefähr UTC minus 7 Bereich. Einfach, dass ihr das wisst. Halt sehr interessantes Info. Anyways, zurück zu den Skins, weil ich labere ein bisschen zu viel. Und das ist anyways. Diese Skins hier, diese limitierten Skins, eben wie gesagt, 27. bis zum 15. Juni waren die verfügbar. Eben einmal den Skin für Aegir, ein Skin für Vanguard, einen neuen Skin für Prinz Eugen und übrigens, das ist auch der allererste Skin für Aegir, sowie auch der allererste Skin für Vanguard. Dann zwei weitere brandneue Skins und auch die allerersten Skins: einmal ein Skin für Indomitable. Und einen neuen Skin für Jerifs. Jerifs. Weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wie man es richtig ausspricht. Dann eben auch der allererste neueste Skin für Bellona. Und auch ein allerneuester Skin für Revenge. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Denn auch wenn man jetzt denken könnte, ja gut, das sind jetzt die neuen Skins. Okay, sehr interessant. Lalala. Nö, also Yossar hat sich irgendwie da entschieden, da irgendwie andere Skins ebenfalls hinzuzufügen, aber die sind später gekommen. Also das ist so eine Sache, die ich nicht so verstehe. Eigentlich haben sie, wenn schon alle auf einmal, dann waren da alle da und konnte sich da ein paar aussuchen, wenn man da halt eben die Gems dazu hatte. Natürlich haben wir auch Retrofit bekommen und so weiter und so fort. Und ja. Und dann eben hier später, also Moment, kann ich auch schon jetzt andere zeigen. Das waren übrigens die Skins, die man sich mieten konnte für 2 Tage, was ich eigentlich immer wieder sehr toll finde eigentlich. Einfach, dass halt ein bisschen limitiert ist. Ich meine, wenn man diese 3 Schiffe halt gar nicht hat, weder eins noch das andere, dann bringt einen das halt nicht wirklich allzu viel. Aber andererseits bin ich mir sicher, früher oder später wird man eines dieser Schiffe bekommen. Jerifs, vor allem sie, weil sie eben eigentlich ein Schiff ist, das man durch 8000 Punkte dann sich erkaufen kann und nicht seine Würfel der Weisheiten dafür verschwenden muss. Deswegen, sie wird auf jeden Fall ein Schiff sein, das eigentlich die allermeisten sich holen eigentlich können. Aber ja, ansonsten eben eigentlich etwas ziemlich Geiles, finde ich, weil damit kann man halt irgendwie so das Gefühl bekommen, dass man die Skins hat, wobei man sie ja halt gar nicht gekauft hat, sondern nur gemietet hat für 2 Tage. Dass sie auch 2 Tage draus machen, ist auch so eine Sache. Manche Sachen sind eher so für ein paar Stunden da. Ja, für ein paar Stunden kann es genießen und dann, okay, gib wieder her. Und das fast genau gleiche gilt eigentlich auch für das Spiel World of Warships. Da kann es auch passieren, dass man irgendwie manchmal Stufe 10 Schiffe hingeschmissen bekommt, die gemietet sind. Die kann man dann also letztendlich geben sie diese Schiffe auch für über einen ganzen Monat her. Was ich schon fast ein bisschen extrem finde. Ich meine, vielleicht 1, 2 Wochen, okay, ja, das ist eine gute Zeit, da kann man das Schiff teilweise intensiv nutzen, aber gleich 1 Monat und 2 Wochen, glaube ich. Zwar 1,5 Monate. Das ist schon ein bisschen heftig. Oder vielleicht sogar 2 Monate, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Tage. Das kann ich ja schon sagen. Das große Negative an diesen Schiffen war aber im World of Warships, dass man diese Schiffe nur in diesen Clan-Gefechten oder so nutzen konnte. Und außerhalb konnte man dieses Schiff halt gar nicht nutzen, was ich eigentlich ziemlich scheiße finde. Ich meine, man hat die Schiffe, aber man kann die nur für diese Kleingefechte nutzen. Und dann
sind die Schiffe natürlich ohne Module und ja, muss man sich den ganzen Mist dazu kaufen. Diese Schiffe kommen, glaube ich, auch eigentlich übrigens ohne Captain, soweit ich weiß. Ich glaube schon, dass sie ohne kommen. Also einen Captain braucht man auch noch zusätzlich zu diesen Schiffen und ich glaube, die spezielle und Tarnungen kann man, glaube ich, auch nicht draufklatschen. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher bei dem. Ich habe ja auch World of Warships gerade nicht offen, kann ich das auch nicht nachgucken. Muss aber auch zugeben, letztendlich habe ich auch nicht mehr so Bock auf World of Warships. Ich meine, diese Kampfmissionen für diese französischen Schlachtkreuzer oder was auch immer, diese Mission, also die Tage, wo man Zeit hat, diese Mission, Kampfaufträge zu machen, die sind halt vorbei und jetzt kann ich einfach nur warten, bis das nächste Update kommt, dass die Schiffe einfach erforschbar werden. Und momentan habe ich halt einfach absolut keinen Bock, das Spiel weiterzumachen. Also, ja. Und auch dieses Azulane-Event, Kooperation mit Azulane in World of Warships, ist auch absolut unnutzbar für mich, weil das alles an Dublonen drangehangen ist und ich einfach keine verdammte Dublon habe. Also ich kann mir absolut kaum was von dort holen. Das einzigste Geile, was ich von diesem kleinen Kooperationsevent World of Warships von Azulane bekommen konnte, ist einfach halt der eigentliche Captain für die Prinz Eugen. Aber das ist auch schon alles. Ansonsten gab es zwei Fahnen von Azulane. Einmal mit dem Azulane-Logo drauf oder so und einmal ein Manju. Und das war's. Das alles, was man sich halt kostenlos holen konnte. Den Rest, kauf mir Dublon, du Aschach! Und ich denke mir auch so, ja, okay. Aber die wollen halt wirklich manchmal so um die 2000 bis 3000 Dublonen für eine, gut, es ist eine permanente Tarnung, aber halt trotz allem für eine Tarnung, voilà. Dann haben sie halt noch Schiffe im Angebot und so, aber die sind auch nur durch Dublonen kaufbar. Also wer keinen Dublon hat, der kann sich auch absolut nichts von dort holen. Vielen Dank auch. Also keine einzige Tarnung könnt ihr euch holen, kein einziges Schiff, nicht mal Truhen oder so. Die kosten auch irgendwie, also es gibt sogar spezielle Azulane-Container und so. Aber die sind auch an Dublonen dran gehangen. Also wenn ihr keinen Dublon habt, wie ich, dann könnt ihr euch absolut kaum was Heftiges davon holen. Vielen Dank auch. Just da, nein, Wargaming, genau. Aber ja, ist okay, ist okay, ist okay. Dann habe ich halt keinen Spaß mit dem, ne? Ach, ich glaube, ich reg mich zu viel auf letzter Zeit hier nicht. Ah, ich glaube, ich gehe Wochenende irgendwo Züge filmen oder so. Das beruhigt mich immer ganz, ganz gut. So, nochmal zurück zu dem. Mein Gott, Alter. Habe ich weit ausgeholt. Genau. Konnte man sich mieten. Und vor allem halt diesen Skin für Vanguard, der live 2D ist. Und dann eben hier weiter oben sind eben diese Skins. Die sind halt später. Nein. Was habe ich da für einen Mist? So. Genau, da wären wir. Das hier sind die neue, also ja, waren jetzt die neuen Skins, die da gekommen sind. Und die kann man sich dann auch kaufen und ein paar kann man sich dann auch mieten. Wer hätte es gedacht? Wir hätten dann einmal ein Skin für Ron, ein Skin für Howie, ein Skin für Tirpitz, einen weiteren Skin für Washington. Washington bin ich wirklich überrascht, dass Washington einen Skin bekommt. Ich hätte in Gottes Namen wirklich gewünscht, dass wir endlich Bunny Girl Washington bekommen, wie wir es auch im Anime, wie wir sie im Anime auch sehen konnten. Weit gefehlt. Sie bekommt irgendwie einen anderen halbwegs guten Skin. Na, okay, aber ich habe ihn jetzt nicht geholt, weil ja eben Bunny Girl. Ansonsten, nein, danke. Einen weiteren Skin für Boyse, da bin ich auch ziemlich überrascht, da Boyse eigentlich auch in langer Zeit keinen Skin bekommen. Also das letzte Mal, wo Boyse einen Skin bekommen hat, war, glaube ich, ich glaube, das war beim New Jersey Event, ganz genau. Alter, das war, Alter, das ist ja schon ein gutes Jahr her, Alter.
fällt mir gerade auf. Also ich weiß ganz genau, wo das Event angefangen hat oder wo es eigentlich am Ende war langsam. Da weiß ich noch, da war ich glaube noch am Autofahren lernen und da habe ich glaube mal Großeltern habe ich glaube und auch mich selber habe ich zum Impfen gefahren irgendwo da in der Schweiz. Und da gab es eine lange, lange Schlange und da habe ich dann noch mir die letzten Überlegungen gemacht, welches Kind ich nochmal kaufen möchte. Natürlich den einen für New Jersey, dann habe ich mir dann noch den anderen gekauft für Valiant und noch diesen einen für Boys und glaube noch einen weiteren, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, muss ich nachgucken. Anyways. Eben Boyse, den ersten und letzten Skin seit langer Zeit hatte sie eben beim New Jersey Event. Und das war halt ein Live-2D. Also, ich habe mir halt so gedacht, wenn ein Schiff zum ersten Mal Live-2D-Skin bekommt, kann es vielleicht sein, eben, dass sie dann eben lange keinen mehr bekommt, weil Live-2D schon etwas ziemlich Heftiges ist. Aber ja, gut. Ein Jahr ist vorbei, also ja, also naja. Anyways, ein neues Skin für Boyse, der sieht schon ziemlich cool aus, muss ich wirklich sagen. Ein Skin für Chitose. Und wer nicht weiß, wer das ist, ja, ich wusste es auch nicht wirklich, ich musste wirklich nachgucken. Chitose ist das Schwesterschiff der, keine Ahnung, was war das? Entschuldigung, Leute, ich muss da schnell nachgucken. Wo ist sie? Ich habe den Faden verloren. Genau. Chitose ist das Schwesterschiff der Chiyoda, japanische Flugzeugträger, die glaube ich nie gebaut wurden, soweit ich weiß. Also ich habe schon manche Namen gehört von Flugzeugträgern von Japan, aber ich glaube, die habe ich noch nie gehört. Ich glaube, die wurden auch gar nicht gebaut, aber Blaupausen waren wahrscheinlich zum Teil schon vorhanden, deswegen ja. Ja, Chitose. Dann einen neuen Skin für Grozny. Interessant, dass sie einen neuen Skin bekommt. Ich glaube, sie hat auch eine gute Weile keine neuen Skins mehr bekommen. Also es wechselt doch recht gut ab. Wobei ich immer noch finde, es gibt manche Schiffe, die haben gar keinen Skin und könnten einen gut gebrauchen. Zum Beispiel Hoshou hat schon seit gefühlten Jahren, nicht nur gefühlt, sondern wirklich seit Jahren, hat Hoshou keinen neuen Skin mehr bekommen. Und das hat auch noch andere Sachen, oder zum Beispiel Suzuya, genau, sie hat auch absolut kein Skin, aber ihr Schwesterschiff Kumano, sie hat einen Skin, ich glaube sogar zwei, ich bin mir nicht mehr so sicher, ja, sie hat zwei, ja, und dann noch zu guter Letzt hier, nein, fast natürlich. Zu zweitletzt hätten wir noch einen neuen Skin für Le Mars, der sogar kostenlos ist. Baba, nehme ich gerne mit. Und jetzt zu guter Letzt ein neuer Skin für Akatsuki. Aber dieser Skin ist wohl oder übel wirklich nur an Echtgeld gebunden. Also es gibt auch keine Chance durch Gems oder so. Diesen Skin zu kaufen, den muss man mit Echtgeld kaufen. Warum? Weil dieser Skin in ein Paket verbunden ist, der mit diesen Cruiser Missions zusammenhängt. Das kann ich auch schnell zeigen. Wenn wir hier auf Dinges gehen, dann. Wo ist es? Unfähig. Genau da. Das ist halt nämlich mit das gebunden, weil wenn wir mal hier auf Shop gehen, dann auf Packs, genau, können wir hier sehen, dass da Fairwinds Cruiser und so, und da kann man eben sehen, da ist eben der neue Skin, aber eben an Echtgeld gebunden. Das wäre in Amerika 9,99. In der Schweiz sind das flache 10 Franken, weil das wird aufgerundet, weil das gibt es schon lange nicht mehr. Es gab früher mal Rappen, 1, 2, 3 Rappen oder einfach 1, aber die wurden dann abgeschafft aus was weiß ich für Gründen. Also ich verstehe das halt wirklich nicht, warum die abgeschafft wurden, aber in anderen Ländern
zahlen Leute immer noch mit Cent und solche Sachen. Ja. Ein bisschen traurig, dass es halt eines ganz, ganz, ganz wenigen Skins, die wirklich nur an Echtgeld gebunden sind. Und dann hier konnte man sich natürlich auch eben Skins mieten, nämlich diese drei, der für Ron, Tirpitz und Boyle. In der Zwischenzeit gab es auch einen Rerun, also eine Wiederholung von der Chance, sich einer dieser Skins zu holen. Einmal der Skin für Weasel, dieser Skin für Formidable, einer der Skins für Hermione, einer der Skins für Hood, Montpellier, Black Price, Prince, sorry, Naganami und Valiant. Ich habe von den Skins halt schon vorher, habe ich mir eben den für Valiant geholt und den für Montpellier. Und in der Wiederholung habe ich mir dann den für Hood geholt, weil ich habe hier schon lange keinen Skin gekauft. Ich habe ja noch nie einen Skin gekauft und ich denke, sie hat mir sehr geholfen durch das Spiel. Deswegen, warum nicht? Und ja. So, genug von der Vergangenheit, jetzt kommen wir zur Zukunft oder so. Also, wir haben eine Wiederholung eines Events. Und das habt ihr wahrscheinlich schon vorher gesehen, nämlich hier. Princeton. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Anyways, wir können sie auf jeden Fall hier bei speziellen Schiffen da bauen. Wobei das absolut keinen Sinn macht, denn was ihr jetzt sehen, was ihr gleich sehen werdet, öffnet euch die Augen. Wir können sie eben hier bauen, aber ja, guess what? Wir können, glaube ich, Shop oder Munition. Dann hier. Nein, Leute. Sorry, ich hab komplett den Faden verloren. Wo war das nochmal, oder? Genau hier. Weil man hier eben diese, was auch immer das sein soll, Halla. Kann man hier eben diese Kollektiven und dann hier, boom, da kann man sie bekommen, ohne dass man jemals irgendwelche Würfel der Weisheiten ausgeben musste. Und dabei muss man einfach hier zu Battle und dann hier das da und hier einfach die hier machen. Und voilà, schon könnt ihr das Schiff komplett kostenlos haben. Es wird euch ein bisschen Öl kosten, aber wenn ihr eine ölsparende Flotte habt, dann könnt ihr diese Map hier tausende Male durchmachen und ihr werdet das Schiff in wahrscheinlich 2, 3 Tagen schon haben. Deswegen bringt es absolut nichts, hier Würfel der Weisheiten auszugeben, nur wegen ihr. Und das nächste ist einfach ein Wiederholungsskin für eben Princeton. Sie auf dem Surfboard. Sie sieht ein bisschen genervt aus, aber macht doch nichts draus. Sie ist trotz allem sehr happy. Auch eigentlich wirklich ein Skin, den ich ziemlich schön finde. Mehr lang, mehr nicht lang. Oder warte, mehr normal, mehr gehen in Himmel. Alter. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Viel mehr geht's auch nicht. Ich habe wahrscheinlich viel mehr von der Vergangenheit geredet als sonst, aber naja. Und danke fürs Zugucken. Euer Eichhörnchen und einen fantastischen Tag. Yeah, Baby. Nice.